Starterfeld, das wir hier sehen. Ja, Christi Zellhofer, den sehen wir da nicht momentan, sondern den Vater, den Max. Der Christi Zellhofer hat zweimal an diesem Wochenende schon gewinnen können. Beide Rennen sind hier zugunsten von Christi Zellhofer ausgegangen. Und wir sind gespannt, ob er es ein drittes Mal schafft. Das wäre natürlich der Hattrick, ist das große Ziel von Christi Zellhofer. Muss sich natürlich wieder nach vorne arbeiten, denn auch hier gibt es wieder die gestürzte Reihenfolge, die wir hier also erleben können. Nach jedem Rennen wird quasi die Top-8-Garde gestürzt. Der Achte ist in dem Fall der Sieger des letzten Laufes gewesen. Und da sind wir mittendrin im Cockpit, das wir hier erleben können. Wunderbar sieht man auch die Sicherheitszelle da drinnen. Viel, viel Rohrstahl ist da verbaut. Um die 20 Meter pro Auto werden da verschweißt, um hier größtmögliche Sicherheit zu geben in diesem herrlichen Käfig, wo man sich da drinnen befindet. Erste Startreihe diesmal für Meier. So ist es. Der steht jetzt hier bei uns auf der ersten Startreihe. Da waren wir gerade im Cockpit zu Gast. In der ersten Startreihe neben ihm zu finden ist die 507. Das ist Moritz Czermely, der auch sich wieder sehr, sehr gut verkaufen wird. Da sind wir auf alle Fälle auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt werfen wir mal einen Blick zu ihm ins Cockpit hinein, zu Moritz Czermely. Da ist unser Kameramann bereits vor Ort, während wir hier noch die großartige Perspektive sehen. Jawohl, jetzt wird gegrinst. Moritz Czermely ist auch wieder gut drauf. Wir sind bereits bei der 3-Minuten-Tafel angekommen und auch da freuen wir uns natürlich über die herrlichen Bilder, die uns unsere Livecams hier bieten können. In der zweiten Reihe die 523, das ist der Marton Giusi, der Mann vom GFS Racing Team in seinem knallgelben Renner. Auch da sind wir natürlich zu Gast, während wir hier noch die Schlussaufnahmen von der 507 stehen. Damit gehen wir weiter zu Marton Giusi mit der 523. Neben ihm die 566, das ist Fabian Di Bianca in der zweiten Startreihe, während wir hier die Bilder von Marton Giusi hier noch sehen. Mit seinem Techniker ist er da noch im Gespräch. Und da geht es dann gleich weiter in die dritte Startreihe. Schauen wir gleich rein, das ist die 146, kein geringerer als Martin Zellhofer steht da bereits. Fabian Ohrfandl, den habe ich hier, mit der 146. Dahinter ist dann die 566, der Fabian Di Bianca, so ist es. Und dann sind wir bereits in der Reihe der Zellhofers. Mit der 164 ist es Martin Zellhofer und dann kommt natürlich der Sieger der beiden Läufe, Christi Zellhofer, mit der Startnummer 110. Er startet als Achter nach dem gestürzten Modus hier im Suzuki Swift Cup Europe. Und Suzuki, heute feiern wir großartiges 20-Jahr-Jubiläum von Suzuki Cup Austria. Eine herrliche Geschichte, die wir schon erleben durften mit dem Geschäftsführer von Suzuki Austria, nämlich mit dem Roland Pfeifenberger und seinen ganzen Gästen, die heute und hier am Salzburgring zu Gast sind. Die Minutentafel. Jetzt wird es dann schon langsam ernst, während wir noch bei Fabian Ohrfandl rund ums Auto unterwegs sind mit unserer Livecam. Da gibt es den Daumen nach oben, jawohl. Also Fabian ist guter Dinge hier im dritten Lauf. Und wir sind natürlich gespannt, wie dieses Rennen jetzt vonstatten geht. Denn das zweite Rennen heute Vormittag, das war richtig, richtig actionreich mit dreimal Safety Car. Das wollen wir jetzt nicht sehen. Wir wollen die Jungs hier natürlich im astreinen Renntempo um den Salzburgring flitzen sehen. Auf den 4.255 Meter langen, herrlich in die Landschaft eingebetteten Kurs im Salzburger Land. Es ist wunderbar. 15 Kurven pro Runde müssen die Herren hier absolvieren und wir warten bereits auf die 30 Sekunden Tafel, denn alle Techniker sind jetzt bereits raus und wir sind gespannt. Es gibt natürlich auch hier den stehenden Start. Die Warm-Up-Lap steht also in Kürze an und damit geht es gleich los mit der grünen Flagge, sobald hier alle nicht Beteiligten schon von der Rennstrecke weg sind. Und das wird in wenigen Sekunden der Fall sein. Dann gibt es die grüne Flagge und dann geht es in die Warm-Up-Lap. Noch einmal 4.255 Meter, um hier noch einmal ins Auto reinzuhören, um den Bremsen ein bisschen Temperatur reinzubekommen. Da wird eifrig hin und her gefahren. Sie werden es in Kürze sehen auf unseren Live-Bildern und auch live hier vor Ort am Salzburgring. Also genießen wir diese Runde bis zum stehenden Start unseres dritten Rennens hier vom Suzuki Swift Cup Europe. So,
Weiter. Medical ist immer das Schlussauto, fährt auch die erste Runde dann noch mit, wenn irgendwo was passieren sollte, während wir hier die Grafik noch einmal eingeblendet sehen mit dem herrlichen Geläuf des Salzburgrings vom Start weg. Wie gesagt, geht es einmal eine lange Gerade runter bis zur ersten Schlüsselstelle, die Nockstein-Schikane. Aus dieser Schikane heraus, da sind wir jetzt mit der Nockstein-Schikane unterwegs, mit dem Feld der 1,6 Sauger Suzukis. Das Feld ist aufgeteilt in zwei Kategorien, einmal 1,4 Turbo und die 1,6 Sauger Motoren sind da im Einsatz. Ganz wichtig für dieses dritte Rennen ist natürlich jetzt hier auch die Gegebenheit, es ist wesentlich wärmer, sowohl vom Asphalt als auch von der Lufttemperatur, als das heute Vormittag noch der Fall war. Das heißt, die Teams, die Techniker müssen da wieder taktieren, richtigen Reifendruck wählen und. All das ist natürlich hier ja längst Routine geworden, denn der Suzuki Cup Europe ist ja schon oftmalig zu Gast hier und immer wieder gern gesehen. Diese Rennserie mit 24 Startern sind wir diesmal auch wieder mit vollem Haus dabei. Und wir sind schon gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Genauso die Anspannung, man sieht es jetzt hier bei den Technikern, die sind natürlich auch für jedes Auto zuständig. Und da ist schon so, auch unter den Technikern, unter den Mechanikern, so ja, eine kleine Aufgeregtheit auf alle Fälle zu sehen und zu spüren. Denn jeder will natürlich, dass sein Fahrer am weitesten vorne landet. Und da sind wir jetzt gespannt, wie gesagt. Das ist hier unser Bild aus der Warm-Up-Lab. Das Feld bereits wieder Richtung Fahrerlagerkurve unterwegs. Und dann geht es, wie gesagt, ans Eingemachte. Noch kurz stehen bleiben, bis das gesamte Feld die Startpositionen eingenommen hat. Dann gibt es ganz im Hintergrund die grüne Flagge. Und wenn die gezeigt wird, dann weiß die Race-Control, okay, Starterfeld ist hier vorbereitet. Und dann gibt es das Ampelsignal, fünfmal rot, und wenn das rote Licht der Ampel erlischt, dann geht's los, dann ist der Start freigegeben. Ja, und jetzt versucht man hier wahrscheinlich auf der Startzielgeraden noch einmal die Bremse zu aktivieren. Dann noch einmal einen kleinen Start machen, so ein kleiner fetziger Start, damit die Reifen noch einmal ein bisschen in Temperatur kommen. Genau das sehen wir jetzt auch. Wird noch eifrig probiert, ob das hier auch alles funktioniert. Und mit der 107, das ist der Michael Mayer, haben wir den Pole-Position-Mann bereits in seiner Box. Mit der 507, neben ihm der Moritz Czermedy. Mit der 523, da sehen wir Martin Giussi. Neben ihm die 566, das ist der Fabian Di Bianca. Die 146 mit Fabian Orfandl. Und dann geht es schon wieder weiter zurück Richtung Zellhofers. So, die 1-4. Oh, da wird einer ganz genau eingewiesen. Auf die Startbox. So, und da sind wir jetzt gespannt auf diese Startprozedere. Grüne Flagge ist draußen, meine Lieben. Damit schauen wir auf die Rennampel. Dritte Ampel, vierte Ampel, fünfte Ampel und los geht's! Ja, Michi Meier kommt gut weg. Alle, auch Max Zellhofer sucht sich da jetzt bereits die Lücke. Chrissy Zellhofer wird jetzt momentan verbaut. Max Zellhofer reißt einmal nach links raus und versucht hier gleich einmal wegzukommen, zumindest einen Platz gut machen zu können. So, schauen wir runter. Nockstein-Kehre, das ist der erste Schlüsselpunkt. Und wir haben einen neuen Führenden. So schaut's aus, jawohl. Es ist der Moritz. Moritz hat sich hier die Position geschnappt, die er am liebsten hat, nämlich ganz vorne zu fahren. Aber das gesamte Feld kommt einmal gut durch diese erste Kehre hindurch. Dann geht's runter Richtung Nockstein-Kehre. Vorher war es die Schikane. Ja, der Michael Mayer, der hat jetzt, oh, da ist einer im Kies, aber geht weiter. Ich glaube, das war Mayer. Ja, es war der Pole-Position-Mann Michael Mayer aus der Nockstein-Kehre, hat ihn rausgedrückt ins Kiesbett, aber er kann weiterfahren. So, und da vorne geht es richtig los. Und einer, der schon sich absetzen konnte, aber ordentlich, ist Moritz. Das ist ein Wahnsinn. Der ist unfassbar gut unterwegs in diesem dritten Rennen. So, und jetzt Achtung, erstes Mal Fahrerlagerkurve, die Zellhofers wieder im Duett unterwegs hintereinander.
Highspeed anbremsen in die Fahrerlagerkurve hinein. Auch das geht alles gut. Da haben die Jungs bereits das Vertrauen in ihr Reifenmaterial, in die Bremse. Moritz Czermely, das ist ein riesen Abstand für diesen Suzuki Cup, den er sich da erarbeitet hat aus der ersten Runde heraus. Auf der zweiten Position die Bianca, dann Giusi, Zellhofer Chris ist bereits Vierter, Max Fünfter, Fabian Orfeindl zurückgefallen auf Platz 6, Istvan Bernul auf der 7, Achter Maximilian Mayer, Neunter Lukas Niederscheider, unser Holland-Import, Ton Knappen auf der 10, Bastian Frischmann, der junge Tiroler, Wahnsinn, auch der ist hier ganz vorne zu finden jetzt auf den Top 11 Rängen. Der junge Mann, der zum ersten Mal hier dabei ist und die 586 kommt da in die Box, der Alex Sofka. Was für ein Wochenende für ihn. Durchwachsen, nennen wir es einmal so. Immer wieder lässt er aufblitzen. Oh, da gibt es die Berührung. Wahnsinn. Aber Zellhofer kann da gerade noch einmal parieren, sage ich jetzt mal. Wer ist denn da hinter ihm? Der Fabian Orfandl hat da mächtig angeklopft am Heck. So, Zellhofer möchte da bei Giusi vorbei. Aber das geht noch nicht. So, Moritz Czermely, der Mann ist auf und davon, das ist unfassbar. Dann die Bianca auf der 2, dahinter kommen schon die Zellhofer-Autos. So, Chrissy Zellhofer kriegt auf alle Fälle einmal Rückendeckung vom Papa Max. Der wird schauen, dass dem Junior da vorne freie Fahrt gegeben wird. Aber er hat noch einen vor ihm. So, da geht's schon wieder los. Die Bianca, Chrissy Zellhofer Dritter, jawohl, da ist Matton Giusi zurückgereicht worden, hier in dieser Runde auf Platz 6 sogar. So, da fährt einer Kampflin und das ist Fabian Di Bianca. Will die Zellhofers dann nicht vorbeilassen. Fabian Di Bianca mit dem 1,4er Turbo. Er hat einen Abstand von 2,1 Sekunden auf Moritz Czermely. Der hat da vorne die beste Luft zum Atmen. Keine Angriffe momentan von hinten, die da kommen. Und wir hoffen, dass hier das Rennen so weitergeht. Denn wir haben ja ein Halbstundenrennen geplant. Halbstundenrennen, darauf liegt die Betonung. Und wir hoffen auf keine Safety-Car-Phasen, dass die alle auf dem Asphalt des Salzburg-Rings bleiben. So, auch hier spannender Kampf. Istvan Bernul, Matton Giusi, Fabian Orfandl. Das ist so ein Paket, ein Dreierpaket, das sich auch noch nicht ganz einig ist über die richtige Position. Wie schaut es bei den 1,6ern aus, während wir eine herrliche Slow-Mo erleben können? Oh, da ist einer übers Kies gegangen. Zieht natürlich wahnsinnig viel Schotter und Dreck raus auf die Strecke, dient nicht unbedingt der Aufrechterhaltung von optimalem Grip. Aber sie fahren noch alle, das ist wichtig, außer Alex Sofka, der ist leider frühzeitig schon in die Box gekommen. Schauen wir mal kurz auf die 1,6er. Der Gábor Györgyi ist hier momentan der Schnellste. Und zwar vor Gábor Forey, Vince Keller als Dritter, Vierter dann Egon Burkus, Boris Lisiecki. Fühlt sich hier in Lauf 3 wieder wohler als heute Vormittag. Balázs Györgyi und Oskar Maschalkowski. Das sind die 1,6 Liter Saugmotoren mit ihren Platzierungen. So, der Fabian Di Bianca, der zieht einen Riesenzug hinter sich her, nämlich gleich einmal 3, dann ein kleiner Abstand auf den Istvan Bernul. Max Meyer auch nach vorne gekommen auf die 7. Matton Giusi, der ist zurückgereicht worden auf Platz 8, aber noch immer in Schlagdistanz. So, wie lange kann Fabian Di Bianca diesen Druck von hinten noch aushalten? Ja, Czermely, der hat da freie Fahrt vorne. Abstand 2,1. Also er fährt gute Rundenzeiten. Schnellste Runde jetzt allerdings Maximilian Mayer mit 1,41,03 ist er da unterwegs gewesen. Ist momentan auf Platz Nummer 7 und auf dem Weg nach vorne. Zu Bernul wenig Abstand. Also auch da sind noch alle Schlagdistanz. So, jetzt saugt sich Chrissy Zellhofer hier mal
an den Fabian Di Bianca richtig heran, aber das ist alles zu wenig. Fahrerlagerkurve. Wann setzt der junge Niederösterreicher die erste Attacke auf den Fabian Di Bianca? Max Zellhofer, das ist der Ritter der Wehrmacht hinter seinem Sohnemann. Der lässt da keinen Platz nach vorne. Und ein Riesenschlenker in der Schikane vor Start und Ziel von Fabian Di Bianca, aber hält sein Gerät auf dem Asphalt und ist da ganz locker unterwegs, meine Lieben. Ja, der kämpft hier mit Platz 2 mit der schnellsten Rennrunde. 1,40,97. Fabian Di Bianca, allerdings auf der letzten Rille, wie man gesehen hat. So, im Windschatten ein Riesenzug hier mit dabei. Gut gelöst von Christoph Zellhofer. Der hat hier viel Schwung mitnehmen können. Max Zellhofer unwesentlich dahinter. Dann Fabian Orfandl, István Bernula, Maximilian Mayer, Martin Giusi, Lukas Niederscheider, Don Knappen noch immer unter den Top 10 zu finden. All das passiert hier hervorragend, meine Lieben. Da hält es keiner mehr auf den Sitzen. So spannend geht dieser Kampf um Platz 2 hier über die Bühne. Und da vorne wird der Abstand sogar geringer. Moritz Czermely nur mehr 1,4 Sekunden vor dem Verfolgerfeld. Und die saugen sich da allesamt ans Heck von Moritz Czermely. Aber hinkommen und vorbeifahren bei so einem Markenpokal ist natürlich ganz was Eigenes. So, da gibt es den Wechsel von Lukas Niederscheider, der holt sich jetzt Platz 8 auf den Martin Giusi. Ja, kann sich gleich einmal ein paar Wandlängen absetzen, Einfahrt Fahrerlager, alles macht er da richtig. So, und jetzt kommen sie wieder vorbei. Moritz Czermely in Führung, dahinter ein riesen Aufgebot. Mit Di Bianca, Zellhofer, Grissi, dann Martin Zellhofer, Orfandl, Bernula, Meier, Niederscheider, haben wir gesehen, neuer Achter, Giusi, neunter und zehnter Ton Knappen. Jetzt die kleine Lücke auf den Michael Meier. Hubert Haselsteiner im zweiten Lauf rausgerodelt. Jetzt ist er live dabei. So, jetzt Achtung! Angriff außen, innen deckt er geschickt ab, der Fabian Di Bianca in der Nocksteinkehre. Aber jetzt, wer hat den besseren Schwung? Grissi Zellhofer setzt sich einmal da neben ihn hinauf. Da geht's bergauf, das ist der Angriff des jungen Niederösterreichers. Und der Max, der klemmt sich da gleich in den Windschatten seines Sohnes. Geht sich das aus jetzt hier? Die nächste Kurve gehört Grissi Zellhofer. Das ist eine langgezogene Rechtsaußen und das geht sich hier auf Maruda. Kommt er sogar in Grasnähe. Fabian Di Bianca ganz weit links draußen gewesen, unnötigerweise. Und jetzt Achtung, da geht's zur Sache. Zu dritt nebeneinander auch Fabian Orfandl möchte da mit vorbei und das schaffen sie auch. Und noch einer kommt hier angeflogen. Das ist István Bernula. Fabian Di Bianca, jetzt geschluckt worden, aber wie? Gleich von vier Fahrzeugen. So, Fabian Orfandl klebt im Heck von Max Zellhofer, der lässt hier natürlich nichts anbrennen. Da geht einer über den Kies. Oh, wow, ganz knapp an der Berührung vorbei, das war... Di Bianca, genau, der hat jetzt seinen Platz verloren. Auf Fabian Orfandl, durch den Ausflug ins Kies. Und damit, meine Lieben, unfassbar. Was für ein Glück hat hier der Fabian Orfandl, dass er da nicht abgeschossen wird. Aber alles gut. So, schauen wir uns jetzt an. Abstand nach vorne wird immer... Oh, Safety Car. Safety Car ist draußen. Safety Car out in diesem Augenblick. So, alles wieder zurück auf Start sozusagen, aber natürlich mit der neuen Formation. Safety Car ist draußen, noch sehen wir den Grund nicht. Schauen wir mal, wer da
Irgendwie fehlt Boris Lisiecki. Na, auch da. Ja, jetzt bin ich gespannt drauf, ob wir da von den Livecams was bekommen. Jedenfalls, das gesamte Feld wird wieder eingefangen vom Safety Car mit Moritz Czermely. Nach wie vor ist führend, allerdings nur mehr 0,8 Sekunden waren es, 0,9. Bei der letzten schnellen Runde, bevor das Safety Car rausgegangen ist, Chrissy Zellhofer von Platz 8 wieder auf Platz 2 gekommen. Max Zellhofer von Platz 7 gestartet und jetzt schon wieder Dritter. Fabian Orfandl mit riesen Glück, dass ihn Fabian Di Bianca da nicht abgeschossen hat. Maximilian Mayer auf der 6, István Bernoulli auf der 7. Wir schauen da mal ein bisschen mit den Live-Camps, ob wir irgendwas sehen. Es geht nämlich auch keiner ab. Ah, da werden Trümmer gesammelt. Oh, irgendwelche Lippenteile, Kotflügelteile, alles wird da blitzartig aufgesammelt. Also Streckenreinigung angesagt. Ja, sind gefährliche Teile gewesen. Das sind so scharfkantige Dinger, die natürlich sofort einen Plattfuß nach sich ziehen, wenn man da drüber fährt, diese scharfkantigen Teile. Und deswegen aus Sicherheitsgründen hat man hier entschieden, die Strecke zu reinigen. Wir haben noch nicht einmal Halbzeit dieses Rennens. Und die Lichter sind aus. Allerdings fährt Safety Car langsam. Jetzt fährt's raus und jetzt gibt's den Restart. Okay. Nein, alle durch die Boxengasse. Was ist jetzt los? Keine Ahnung, was jetzt los war. Czermely hat mit abgebogen. Und hier gibt es wieder Grün. Interessant. Und der bis dahin Führende geht jetzt als Letzter raus auf die Strecke, weil er durch die Box gefahren ist. Aus welchem Grund auch immer, entzieht sich momentan meiner Kenntnis. So, und damit natürlich neue Führung für Chrissy Zellhofer. Der ist draußen geblieben. Und die zwei Zellhofer setzen sich gleich einmal kräftig ab. Während Czermely dem ganzen Feld jetzt hinterherjagt. Und die Zellhofers fahren da einen halbwegs Vorsprung da schon heraus auf der schnellsten Gegengeraden hier am Salzburgring. Sind da locker 20, 30 Wagenlängen und der Max klemmt sich hier in den Windschatten von Christoph Zellhofer, also die beiden Vater und Sohn, Sonnemann Christoph und Papa Max Zellhofer, machen hier alles richtig. Aber sie haben noch 15 Minuten, wir sind bei Halbzeit. Wir sind bei Halbzeit. Jetzt geht es natürlich ans Reifenmanagement natürlich auch. Hier muss man schauen, dass man die 15 Minuten noch halbwegs erträglich über die Runden bringt, ohne dass die Reifen zu viel nachlassen. So, damit kommen Sie als neue Führende. Aber wie? So, Max Meyer Dritter, Fabian Orfandl Vierter. Und Achtung, Dreher auf der Startzielgerade mit einem riesen Bums. Haben sich hier zwei berührt. Und jetzt geht's hier los. Also, riesen Kracher, beide sind aber hier noch im Rollmodus unterwegs. Die 107 ist da reingekracht gekommen und die 131. Also die probieren das jetzt hier noch irgendwie zu retten, aber schauen Sie mal das rechte Hinterrad an, da geht nichts mehr gerade bei der 138. Ah, mein Gott, was für eine Action auf der Startzielgeraden, das haben wir auch noch nie gehabt hier. Und Safety Car ist wieder draußen und auch Dreck wird angezeigt auf der Strecke mit der rot-gelb gestreiften Flagge, denn hier ist viel Erdreich, Wiese rausgeschossen worden. Also richtig Action hier wieder beim Suzuki Cup Europe.
was hätten wir auch sonst erwartet, oder? Aber direkt vor unseren Augen hier auf der Staatszielgeraden. Das ist doch ein eher seltener Punkt, wo es kracht hier am Salzburgring. Und wieder sind da Teile, die allerdings in der Wiese liegen, also Safety Car ist auf alle Fälle draußen. Auch viel Erde und Dreck, auf der Ideallinie eigentlich. So, und damit fangen wir alles wieder ein. So, Streckenmannschaft ist natürlich sofort wieder da und bereinigt das Ganze, so gut es geht. Alles Unnötige wird da gleich über die Leitschiene buxiert und im Anschluss an das Rennen dann natürlich wieder weggeräumt. Sie sehen schon, der Powerpartner, der Mobilitätspartner vom Salzburgring ist BMW. Alle Einsatzfahrzeuge stammen hier von BMW. Auch unser Safety Car natürlich, auch das Medical. So, es gibt den Restart, blitzartig. Weiter geht's hier. Und Christi Zellhofer macht wieder alles richtig. Was für ein Restart. So, und jetzt wird es wieder eng, denn Max Meyer wird von Fabian Orfandl bereits angegriffen. Da geht es nebeneinander. Dahinter kommt auch noch István Bernoulli angeflogen und auch der Lukas Niederscheider möchte da mitmischen bei der Einfahrt hinein ins die Nockstein-Schikane. So, jetzt zumindest einmal schaut es gut aus, dass hier alle den richtigen Weg gefunden haben. Ja, die Zellhofers wieder optimal erwischt den Restart. Vor allem Chrissy Zellhofer ist da wieder auf und davon. Maximilian Meyer verkauft sich da ausgezeichnet auf Platz 3. Fabian Orfandl auf der 4, István Bernoulli auf der 5. Da hat sich also nichts getan. So, beste Runde zur Zeit, 1,46 sogar von István Bernoulli, der hat die schnellste Rennrunde bis jetzt. So, und jetzt Achtung, wieder Highspeed in Richtung Fahrerlagerkurve hier auf dem Salzburgring. Und da hoffen wir natürlich, dass jetzt die letzten 10,5 Minuten nichts mehr passiert. Die sollten ja alle nur mehr reinfahren. So, Chrissy Zellhofer geht da mal weit, aber das ist die optimale Linie zur Einfahrt der Schlussschikane hier auf dem Salzburgring und da tauchen sie bereits auf. Jawohl, beide Zellhofer-Autos vorne. Vorne Christoph, dann Max Zellhofer. Als Dritter Max Meyer. Fabian Orfandl, István Bernoulli, Lukas Niederscheider. Also, ja, Fabian Orfandl macht einmal einen eigenen Zug auf da hinten. Fährt Kampflinie Richtung Nockstein. Schikane. Da steigt er fast auf. Also unglaubliche Höhe. Von der rechten Seite des Fahrzeugs. Bei den 1,6ern gibt es auch einen Führungswechsel. Da ist Vince Keller jetzt vor. Gabor Vorrei, Egon Burkus und Oskar Maschalkowski. Gabor Georgi, der Langzeitführende in der 1,6er-Klasse, ist zurückgefallen. Balasz Georgi hinter ihm und Boris Lisiecki auf der letzten 1,6er Position. So, sie müssen noch einige Runden aushalten, die beiden Zellhofers. Wie gesagt, Max macht das ausgezeichnet, ist hier das Rückenschild, der Rückenpanzer für seinen Sohnemann Chrissy und der fährt seinerzeit gute Rundenzeiten, 1,41,14 als beste Rundenzeit und wir sind bereits in Runde 11. Mit diesem herrlichen Feld vom Suzuki Swift Cup Europe. Ja, Chrissy Zellhofer geht da die schnelle Linie, während Max die innere Linie abdeckt gegenüber
Maximilian Mayer. Somit kann Christoph Zellhofer da vorne schalten und walten, wie er es gut braucht. Ja, die ersten drei noch zusammen, dann ein kleiner Abstand auf den Fabian Ohrfeindl. Der zieht aber eine Riesenmeute hinter sich her, nämlich mit István Bernula, Lukas Niederscheider, Fabian Di Bianca, Moritz Czermely wieder zurückgekommen auf die 8. Und jetzt ist Don Knappe 9. und 10. Marton Giusi. Aus österreichischer Sicht natürlich hier eine Vierfachführung momentan. Und der Führenden der laufenden Cup-Wertung heißt auch Christoph Zellhofer. Also der hat da einige Punkte Vorsprung auf seine direkten Verfolger. Das wäre der Fabian Ohrfeindl. Der will natürlich hier nach vorne. Zellhofer führt mit knappen 6 Punkten Vorsprung. Allerdings brutto gerechnet. Da kommt noch ein Streicher weg, der erst zu Ende der Saison dann abgezogen wird. Und deswegen ist Ohrfeindl erpicht drauf, so weit wie möglich an den Christoph Zellhofer ranzukommen. Aber da müsste er insgesamt 3 Autos überholen. So, der Dreierzug mit Christoph und Martin Zellhofer sowie Maximilian Mayer. Der donnert hier Richtung Fahrerlagerkurve wieder runter. Und jetzt gibt es einen kleinen Schubser sogar von Maximilian Mayer auf den Max Zellhofer. Und der deckt natürlich wieder geschickt innen ab, sodass Mayer keine Chance hat, hier dem Christoph Zellhofer irgendwie näher zu kommen. Und so geht es auch in die Runde 12. Ja, und auch dieser D-Zug dahinter schließt jetzt ein wenig auf. Die schnellste Rennrunde gehört jetzt nämlich Fabian Ohrfeindl. 1:40:58. 1:40:58. So, 6,5 Minuten. Und das schaut alles so aus, als ob es richtig gewollt wäre von den Zellhofers. Christoph Zellhofer macht seine Führungsarbeit ausgezeichnet, hat natürlich am wenigsten Windschatten von allen, die ihn da verfolgen. Der Max Zellhofer, der deckt ihn geschickt ab von hinten. Auf die Angriffe von Maximilian Mayer reagiert Max Zellhofer sensationell gut. Deckt genau im richtigen Moment die Ideallinie ab, sodass Maximilian Mayer hier einfach keine Chance hat. So, Achtung, jetzt da kommt der Moritz Czermely auf den Fabian Di Bianca nebeneinander. Nächste Kurve gehört dem Moritz Czermely. Ja, Windschattenduelle nach wie vor. So, jetzt versucht es Maximilian Mayer wieder einmal, aber es geht sich einfach nicht aus. Er kann sich zwar im Windschatten hier immer ins Heck von Max Zellhofer hineinsaugen, aber dann natürlich die Fahrerlagerkurve, das machen die so geschickt. Christoph Zellhofer weiß ganz genau, von hinten ist keine Gefahr, solange sein Vater hinter ihm unterwegs ist. So, jetzt Max Mayer versucht es innen, das geht sich aber nicht aus. Nein, eingangs der letzten Schikane vor Start und Ziel. Aber Mayer muss bereits aufpassen auf Fabian Ohrfeindl. Fabian Ohrfeindl, der will natürlich auch noch ein gewaltiges Wörtchen mitreden. Weil der will ja Punkte sammeln. Im Zuge der Meisterschaft. Ja, und der Moritz Czermely hat es geschafft, hat sich Fabian Di Bianca geholt. Bei den 1-6ern nach wie vor Vince Keller, vor Gabo Foray, Egon Burkus, Balázs Györgyi und Oskar Maschalkowski. Da haben wir sie jetzt bei uns, unsere 1.6er Saugermotoren. So, der Kampf geht gnadenlos weiter. Es gibt keinen Meter, wo Max Mayer nicht drauf schaut, ob er irgendwie an Martin Zellhofer vorbeikommen kann. Und die räubern hier über diesen ersten Körb der Nockstein-Kehre drüber, es gibt keinen Morgen. Und da ein Ausflug ins Kiesbett. Da. Schwerer Einschlag ins Kiesbett, aber nichts passiert offenbar. Das müsste Di Bianca gewesen sein. Und der Zug wird immer länger hinter Max Zellhofer. Fabian Ohrfeindl, der drückt jetzt auch schon mächtig an auf den Maximilian Mayer.
Christoph Zellhofer vorne fährt seinen Strich jede Runde. Da kann man, glaube ich, eine Schnur hinlegen und das wird sich nicht ändern. So, Meier bereits im Verteidigungsmodus. Den Ohrfeindl und dahinter natürlich auch Bernoulli und Niederscheider. Die wollen da mitnaschen vom Windschatten. Was sagt unsere Rennuhr? 3 Minuten 15, das heißt noch 2 Runden, meine Lieben. Müssen die Zellhofers hier diesem gewaltigen Druck noch standhalten? Und was ist das für eine Action hier? Das ist Maximilian Meier mit dem Einschlag in den Reifenstapel, kann aber noch weiterfahren, da fehlt ihm der vordere Kotflügel. Und jetzt bin ich gespannt, ob ihn das irgendwie behindert. Da fehlt zumindest einmal ein großer Teil vom Schutzblech und von der Stoßstange. Rechts vorne Einschlag in den Reifenstapel, kann aber weiterfahren. Ohne Reifenschaden, ohne irgendwas, aber ob das Auto noch gerade fährt, das ist die Frage. Jedenfalls kann er seinen dritten Platz behaupten, aber die Lücke ist jetzt natürlich groß. So, schauen wir uns noch mal an. Absolute Kampflinie. Beim Anbremsen wird das Auto instabil, dann sind es ein paar Zentimeter und er trifft den Reifenstapel. Nummer 1 bei der Einfahrt in die Nockstein-Schikane, aber kann weiterfahren. Was für ein Auftritt hier. Und das dient natürlich den beiden Zellhofers. Die sind jetzt, schauen Sie mal, wie weit die weg sind. Auf und davon. Dahinter, da wird es noch einmal eng, denn da wollen natürlich alle Dritte werden. Die wollen noch aufs Podium. 2 Minuten zeigt die Rennuhr. Geht sich da noch vielleicht sogar eine dritte Runde aus? Das wird eine knappe Entscheidung. Dahinter noch immer Max Meier. Es ist unglaublich mit dem Auto. Jetzt die Berührung und einer ist im Kies auf der Wiese und der rodelt da daher neben der Straße, aber er kommt wieder raus. Es ist unfassbar, was hier alles los ist. Die Zellhofers, die sind da vorne auf und davon. Dann aber was für ein Kampf um die Positionen. Es war die 5:23. Der hier durch die Wiese gegondelt ist, unfassbar, Martin Giusi, eine Offroad-Einlage. So, das müsste die Schlussrunde sein. Wir haben nur mal 1 Minute 20 auf der Uhr, aber es wird denkbar knapp. Vielleicht bescheren sie uns noch eine Runde, wenn die Zellhofers noch kräftiger genug sind und schnell genug. Der D-Zug der Zellhofers, der ist hier nicht aufzuhalten. István Bernoulli ist der neue Dritte, so schaut's aus. So, jetzt schauen wir es uns noch einmal an. Was da passiert ist, da wird es einfach eng. Oh, da gibt es die Berührung. Es war die 105.07. Moritz Czermeli, der ist der Mann der Offroad-Akrobatik. Er geht nicht vom Hammer, der bleibt drauf und schaut, dass er das Auto irgendwie über Wiese, Kiesbett etc. wieder zurück auf die Straße bringt. Was für eine akrobatische Leistung hier hinterm Lenkrad. Richtig cool gemacht. So, die Zellhofers. Wartet der schwarz-weiß karierte? Jo, wart schon. Das sind die Schlussmeter hier, meine Lieben. Für die Zellhofers. Christi Zellhofer auf dem Weg zu seinem dritten Sieg an diesem Wochenende. Hattrick für den jungen Niederösterreicher. Das geht sich auf alle Fälle gut aus hier. Denn Max Zellhofer, das ist der Rückenpanzer. Und dahinter ein weiter Abstand mittlerweile durch diesen unglaublichen Kampf um Platz 3. Wer wird denn der Dritte? Das wird die große Frage noch sein. Nachdem die Zellhofers hier einbiegen in die Startzielgerade. Fulminanter dritter Sieg für Chrissy Zellhofer. Max Zellhofer Zweiter. Und Dritter wird die 550. István Bernoulli schafft es hier tatsächlich noch aufs Podium. Und führt damit auch in der ungarischen Meisterschaft dieses Ergebnis an. Was für ein Rennen. Lukas Niederscheider, dritter Platz in der Österreichwertung, vierter Gesamt. Vierter Platz der Österreichwertung. Max Meier mit einem unglaublichen Einsatz. Der räumt den Reifenstapel da unten weg und kann trotzdem noch das Rennen auf Platz 4 zu Ende fahren. Auf Platz 5 gesamt. Fabian Di Bianca auf Platz 6. Siebter Ton Knappen. Das ist sein bestes Wochenendergebnis für den jungen Niederländer. Martin Giusi auf der 8. Neunter Fabian Orfandl. Zehnter Moritz Czermeli. Elfter Hubert Haselsteiner. Zwölfter Martin Niederscheider. Und dann kommen die 1-6er, nämlich mit dem Sieger Gabor Vorey, hat sich Vince Keller noch geholt. Egon Burkus, Dritter, Vierter Oskar Maschalkowski, Gabor Georgi auf Platz 5 und 6. bei den 1-6ern Balasz Georgi und Boris Lisiecki. Auch er kommt ins Ziel
Und ja, vier haben wir verloren. Das war der Johannes Madertaner, der Bastian Frischmann, der Michi Meier und der Alex Sofka. Aber trotzdem, was für ein Rennen hier beim dritten Anlauf des Suzuki Swift Cup Europe. Meine Lieben, das war's jetzt hier von der Livestream-Geschichte mit diesen wunderbaren Bildern des Siegers. Verabschieden wir uns vom Livestream und sagen ein herzliches Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Mitfiebern und wir freuen uns auf eine Neuauflage 2024. Natürlich auch dann wieder mit allen, die hier so tolle Rennen geliefert haben. In diesem Sinne, Dankeschön auch an GB1 für die perfekte Livestream-Übertragung, für die perfekten Bilder. Und wir freuen uns, wie gesagt, auf ein Wiedersehen, auf ein Wiederhören. Meine Lieben, das war's hier vom Salzburgring am Livestream.